Mir ist gerade mal aufgefallen, das ist die letzte Hautpflegeroutine am Abend in diesem Jahr. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich im Januar meistens immer Pause mache. Von dem her, wir verabschieden uns nicht von dem Format komplett, denn im Februar kommt es wieder zurück. Aber aus diesem Jahr ist total seltsam, ist absolut seltsam. Okay, also, ich habe gestern so ungefähr mal die letzten Videos noch geplant, die jetzt noch kommen. Und ja, es ist die letzte Routine. Die Routinen sind dazu da, um euch zu zeigen, weil ich ganz oft gefragt werde, wie kann man die vielen Produkte, die ich nehme, kombinieren oder die Produkte, die ich zeige, wie kann man die kombinieren? Und ich habe nie eine feste Routine. Das ändert sich immer so ein bisschen, weil ich eben auch viele Produkte austeste. Aber in diesem Format möchte ich euch einfach zeigen, was passt zusammen. Und was passt vor allem jetzt im Winter zusammen? Nochmal kurz mein Hauttyp. Ich bin 44, habe eine fettige Mischhaut, die ein bisschen in Richtung trocken an den Seiten geht. Aber es hat sich auch wieder so ein bisschen gelegt. Meine Haut ändert sich gerade fast ständig, kann man sagen. Also ich bin ganz froh, dass ich eine fettige Haut habe. Die schützt einen im Winter immer so ein bisschen. Das heißt, im Winter wird die fettige Haut zur normalen Haut fast schon. Und ich profitiere dann halt auch so ein bisschen von trockener Heizungsluft, weil da habe ich zum ersten Mal dann nicht ganz so fettige Haut über den Tag hinweg, aber doch schon noch, ne? Also weg ist es dann schon auch nicht, ne? Aber ja, wir müssen uns trotzdem pflegen und am Abend vor allem. Und ich zeige euch, was ich am Abend im Moment benutze. Und das ist wieder so ein bisschen geprägt von der Aufbrauch-Challenge. Die werde ich euch mal unter dem i verlinken. Da wir ja über den Tag hinweg Sonnenschutz getragen haben, auch im Winter, denkt daran, UVA-Strahlung kommt auch durch die Fenster und du möchtest ja die Produkte, die du aufgetragen hast, auch so ein bisschen schützen. Aber in der Abendroutine geht es ja mehr darum, dass du den Sonnenschutz wieder ja, runterkriegst. Und wenn du geschminkt bist, dann musst du sowieso auch die Schminke runternehmen nach Möglichkeiten. Ich verwende da meistens immer ein Öl. Dieses Öl ist nicht gut. Das ist ein Teil der Aufbrauch-Challenge. Und dieses Öl rate ich keinem, der beispielsweise ja, unreine Haut hat. Denn hier sind die Emulgatoren nicht so geil. Das bedeutet, du kriegst es nicht gescheit vom Gesicht runter. Und das finde ich schade. Denn das ist die Eigenmarke von Müller. Da hat Müller mit Cadeia Vera schon Schritt in die richtige Richtung gemacht. Warten wir mal so das nächste Jahr ab. Ich glaube, da wird nur einiges gehen. Aber so ein Öl muss halt funktionieren. Ich weiß, Balea hat aus der Sensitive-Reihe auch so ein Öl rausgebracht, was auch nicht so gut funktioniert. Arbeitet da noch ein bisschen daran, ne? Das riecht ja sogar auch nach Rose. Wer da Wert drauf legt, bei so Rinse-Off-Produkten ist das mit den Duftstoffen nicht ganz so schlimm. Ich fand damals das von Rossmann halt nach Petz Erdbeer oder Himbeer gerochen. Himbeer. Ich habe immer gesagt, Petz Himbeer und das sollte ja auch irgendwie Rose sein oder so. Ich kann das nicht empfehlen, wirklich nicht. Bei mir geht es hier wirklich einzig und allein darum, das wirklich aufzubrauchen, weil wenn du jemand bist, der eine empfindliche Haut hat und dann Double Cleansing machen musst, das reizt halt die Haut noch mal zusätzlich. Von dem her gar keine Empfehlung. Ist einfach nur zum Leermachen und für mich am Abend einfach essentiell. Das ist halt einfach der erste Schritt, den ich am Abend eingehe, um den Sonnenschutz runterzukriegen. Denk daran, das werde ich regelmäßig gefragt. Außer die Reinigung immer die Produkte von flüssig zu fest auftragen. Also erst die Produkte, die feucht sind, dann nimmst du die feuchten Serien und dann kannst du die öligen Serien nehmen und zum Schluss die Creme. Na, also immer von feucht zu, von flüssig zu fest. So kannst du dir das ganz gut merken. Und als zweiter Schritt kommt dann natürlich immer der Toner. Das ist auch ein Teil der Aufbrauch-Challenge, aber ich liebe das Produkt. Na? Aber ich bin halt auch jemand, ich teste viel. Und ich habe eins, zwei, drei, vier. Und noch eine komplette Pulle davon bei mir hier in meinem kleinen Lager stehen. Was bedeutet, also die zweite Flasche ist dann natürlich auch in der Aufbrauch-Challenge. Die ist Gott sei Dank hier bald leer. Aber ich mag die Flasche. Ich mag auch, dass die halt einfach nicht so viel Platz wegnimmt. Und ich mag vor allem auch das Produkt. Ich vertrage es super. Habe mir das schon dreimal, viermal nachgekauft.
Aber wie ihr natürlich hier seht, da geht einiges. Und dann habe ich noch die zwei No-Produkte, die ich ja getestet habe. Die sollte ich auch noch aufbrauchen. Also ich lege hier gerade den Fokus ein bisschen mehr darauf. Aber wenn du jetzt jemand bist, der eine relativ feuchtigkeitsarme Haut hat, also eher in Richtung trocken geht, dann kannst du solche Produkte ja auch schichten. Das geht. Wahnsinnig gut sogar. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn du eben trockene Haut hast. Und dann ist halt natürlich auch wichtig, wenn du sowas machst, dass du da diese Feuchtigkeit, die du dir aufs Gesicht gibst, nachher auch einschließt mit der Creme. Und ist ein super tolles Zeug, nicht beduftet, ganz simpel formuliert. Es ist Niacinamid drin und oh, ich liebe es einfach. Ich liebe es wirklich. Aber wie gesagt, es ist wahnsinnig viel Zeug dieses Jahr rausgekommen und ich habe noch einiges, was ich einfach leer machen muss. Bei dem vorletzten Serum aus der Ultrasensitiv-Reihe, dieses Intensivserum, es ist ja, nee, das ist das letzte aus der Ultrasensitiv-Reihe. Aus der Expert-Reihe gibt es ein Vitamin-C-Serum, genau. Ich wusste, als das rausgekommen ist, Mitte des Jahres, dass das relativ reichhaltig ist. Deswegen habe ich es immer so ein bisschen weggeschoben. Denn so reichhaltige Sachen funktionieren bei mir besser, wenn es kalt ist. Na, sie hat es ja auch schon zu Anfang gesagt, Heizungsluft, kalt und so. Das normalisiert meine Haut eher und dann komme ich eher mit solchen Produkten zurecht. Ich finde es reichhaltig, ich finde es aber nicht fettig. Und die Shenya hat irgendwann mal gesagt, also Encyclopedia, falls ihr sie nicht kennt, hat irgendwann mal gesagt, weil sie ja selbst auch eine komplette Linie hat, dass diese Pumper, also wo man halt einfach das Gefäß von dem Produkt selber, dass die halt in der Form schon recht teuer sind. Er ist nicht so geil, finde ich. Ne? Also entweder war das ein Montagsprodukt, keine Ahnung. Ich mag dann doch, wenn so ein bisschen mehr Druck drauf ist. Aber es lässt sich trotzdem ganz gut dosieren. Und lustigerweise mag ich das Produkt wirklich gerne. Das werde ich auf jeden Fall auch im Februar erst vorstellen. Jetzt ist halt einfach kein Platz mehr. Aber meine Haut reagiert richtig gut darauf. Denn im Moment habe ich halt auch so ein bisschen wieder Skin-Picking-Probleme und dann will man der Hautbarriere halt eher was Gutes tun, auch am Abend. Und da passt es echt gut rein, als halt eben auch beruhigend wirkt. Kommen wir zu was Fettigen. Jetzt hatten wir es ja gerade so davon. Das Vitamin-C-Serum. Jetzt in der kälteren Jahreszeit funktioniert das für mich natürlich ein bisschen besser, aber ich darf auch nicht zu viel drauf geben. Und durch das, dass ich eher eine fettigere Haut habe, ist natürlich mein Sinn immer so ein bisschen über den Tag hinweg nicht mein Gesicht zu waschen und es dann gleich wieder fettig zu machen, weil du willst ja auch schon ein angenehmes Hautgefühl haben und dann trägt man halt ungern solche Produkte auf. Aber im Moment geht es lustigerweise auch am Morgen, aber ich muss es echt dosieren und dann ist halt natürlich schade, wenn ich nur so wenig anwenden kann, dann hat man halt von dem Vitamin C-Derivat, was hier enthalten ist, nicht mehr ganz so viel, muss man natürlich auch sagen, ne? Also deswegen ist es für mich immer schwierig, so ölige Serien aufzutragen. Das hier ist fast leer. Ich weiß nicht, was alles noch aus meinem No-Advents-Kalender rauskommt. Ich habe tatsächlich nicht geguckt. Wenn das halt noch rauskommt, dann wandert natürlich die neue Flasche auch in die Aufbrauch-Challenge wieder, weil ich halt einfach weiß, das fällt mir schwer. Dennoch, wer mit öligen Serien zurechtkommt, da ist hier echt an einer guten Stelle. Für mich ist es halt vom Hautgefühl halt nicht ganz so angenehm. Also die öligen Sachen von No sind halt nicht so ganz meins. Als diese Creme hier rausgekommen ist, habe ich mich echt mega gefreut, muss ich wirklich sagen. Denn das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe immer schon, auch auf Discord und so, immer schon gesagt, wenn diese Urea-Creme aus der Balea Med-Reihe, wenn da noch Ceramide drin wären, das wäre echt super. Jetzt habe ich hier natürlich kein Urea drin. Aber ich habe schon geguckt, wenn ich das hier mit dem Urea-Serum von Rossmann mische, dann ist das echt geil, muss ich echt sagen. Dann ist das wirklich perfekt, das liebt meine Haut. Dennoch versuche ich die gerade so ein bisschen auszutesten, um einfach zu gucken, wie funktioniert die für mich. Die können für mich noch ein bisschen nicht reichhaltiger, aber ein bisschen fester sein. Ich mag das einfach. Ich finde sie sehr leicht. Ich finde sie fast schon für einen Abend zu leicht im Moment. Aber es ist halt geil, hier hat es drei Ceramide drin. Und das ist halt echt cool. Gerade wird auch
werden immer mehr Produkte in der Drogerie mit Ceramiden rausgebracht, was richtig geil ist. Und da profitiere ich halt davon. Und ich finde es halt geil, du musst es halt nicht mehr notgedrungen bestellen. Du kannst einfach zu DM gehen, die Balea-Med-Creme kaufen und hast drei Ceramide. Klar, es gibt noch Produkte, die ein paar mehr haben, wie Ceramide oder der Barrierebooster von Leon, der bei Colibri rausgekommen ist. Da hat man noch mehr. Aber es ist halt die Frage, braucht man dieses noch mehr oder reicht das eben auch aus? Und das hier ist wirklich ein schönes Teilchen. Und ich freue mich schon auf die Review, die ich mache. Erst habe ich mir überlegt, so mache ich die dieses Jahr noch oder mache ich sie nächstes Jahr? Ich mache sie wahrscheinlich dann nächstes Jahr im Februar und kann dann richtig viel über das Produkt sagen. Wie sieht deine Routine im Moment aus? Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Und was für ein Hauttyp du bist, ob du gut mit der kalten Luft zurechtkommst und was du eben für deine Haut tust, würde mich mal interessieren. Schreib mir das also gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du guckst auf jeden Fall unter das i, da findest du eben meine Morgenroutine und ein paar andere Videos. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.